Der Tag nähert sich dem Ende, dass die Sims sozusagen auch dem Ende ihres Urlaubs entgegenblicken. Ich hoffe, dass das für Marvin und Co. keine Probleme hat, ergibt, dass die, dass er sozusagen, bei der Arbeit gefehlt hat. Das wäre nämlich ganz schlecht, dass das Probleme gibt. Dann müsste er nämlich die Arbeit neu annehmen. Ne? Ihr kennt das ja, das Spiel. Dann brauchen sie alle die Arbeit nochmal. So. Also, Nawai geht schon mal schlafen. Die ist müde. Sie ist nicht müde. Marvin kann, glaube ich, sein Fahrrad mal einstecken. Okay. Kleine geht was essen. Sie kann ja mal was lesen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, dass ein Sim hier einfach mal was gelesen hat. Ach so, eine Sache wollte ich mal gucken. Sie hat ein Artefakt, aber sie ist wahrscheinlich zu klein und kann das nicht machen. Er könnte. Gut, dann lassen wir ihn mal das Artefakt ausgraben. Weil der Rest hat keins. Okay. Na gut. Marvin, du hast ein Artefakt. Also geh doch mal und guck's dir an, bevor der Urlaub zu Ende ist. Sie sind halt noch müde vom letzten Tag. Silvester gefeiert, bis Mitternacht oder länger aufgeblieben. Kein Wunder, dass sie da noch ein bisschen K.O. sind. Ja, so, also, dann leg mal los. Leg doch mal los. Der Pinsel ist gut. Pinsel. Schön vorsichtig. Ah. Oh, tell a Jim Wibsy. Die Finger von Sulani, ein Ausgrabungspinsel. Auch nicht schlecht, was sind das eigentlich hier? Oh, schick. Wir haben einige Sachen mittlerweile gefunden. So, was wird's denn? Vor allem, das steigert was? Archäologie steigert das, okay. Na gut, dann wird ein bisschen Archäologie gesteigert. Ja, haben wir. Ah, Imu, ja, vielleicht. Marvin? Marvin, du hast eine einfache Aufgabe und hörst damit einfach auf? Also wirklich? Was soll ich denn davon halten? Der Stein ist noch nicht zerbröckelt und zerbröselt. Also, da musst du noch mal ran. So richtig ran. Mhm. Ah. Finde es so süß, wie sie das machen. Oh, eine Vase. Cool. Nehmen wir mit. Danke sehr. Sehr schön. Quatschen wir doch mal mit der Mutter.
bevor wir dann alle ins Bett schicken. Ich denke, das wird der letzte Tag sein. Ich vermute mal, wir werden morgen relativ früh wieder zurückfahren. Bin mir nicht ganz so sicher, ob der morgige Tag komplett noch als Urlaubstag gilt oder nicht. Aber, naja, wir werden es sehen. So, ich bin gespannt. Er fehlte heute bei der Arbeit. Keine Urlaubstage mehr. Ich hoffe nicht, dass sie ihn gleich entlassen, sondern nur verwarnen. Aber ich habe das bisher noch, also ich habe, glaube ich, ganz am Anfang, als das Spiel mal released wurde, da habe ich mal einen Urlaub, einen Arbeitstag verpasst oder sowas. Aber seitdem, ehrlich gesagt, nicht mehr. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie das mittlerweile ist. Sie haben ja vieles immer mal wieder etwas geändert und überarbeitet. Ich bin gespannt, was so passiert. So, sie... Lassen wir schlafen gehen. Marvin geht dann noch was essen. Als letzte Amtshandlung des Tages. Und dann lasse ich ihn auch ins Bett fallen. Ich finde es übrigens witzig, dass es hier kein... Fernseher gibt. Und er ist... Ist es hier überdacht oder ist das draußen? Warte mal. Doch, es ist überdacht. Halb offen. Es ist halb offen, weil nach links, rechts und vorne geht es, ja, nach draußen. Die Tür ist ja hier. Er mag halt die frische Luft, deswegen ist er gerne draußen. Ja. Ein kaltes... Was war's? Toast mit Ei, ne? Eier und Toast, genau. Aber er sieht glücklich aus. Seien wir ehrlich, er sieht richtig glücklich dabei aus. Ach ja, Mampf. So. Aber er ist müde. Ich werde ihn jetzt mal auch schlafen gehen lassen. Ja, und dann bin ich gespannt, wann der Urlaubstag oder der Urlaub allgemein endet. Ob das wirklich 24 Stunden ab Abreise sind oder ob das ganze Urlaubstage sind. Also wir sind irgendwie morgens um 7, 8 oder auch 9 Uhr angekommen. Irgendwo in dem Dreh war das. Wenn das sozusagen bis dahin geht, wenn das 5 Tage sozusagen wirklich ab dem Abreisedatum sind, dann müssten wir morgen früh schon auschecken. Bin gespannt, ob das so ist. Oder nicht. Andersherum, in der Realität ist es ja auch so. Da heißt es meistens, sie müssen das Hotel bis 9 Uhr morgens verlassen. Oder halt bis 8 Uhr. Damit wir das dann vorbereiten können, damit es am gleichen Tag dann neu bezogen werden kann. Eben Richtung Nachmittag. Ne? So 15, 16 Uhr. Damit dann da der Nächste reinkommen kann. So, huch. Ja. Ich glaube, ich weiß, was wir mit ihr machen. Wir schicken sie auf Toilette und dann gleich wieder ins Bett. Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Was macht sie? Ah! Sie applaudiert wegen der schönen Pflanze und jetzt geht sie auf die Toilette. Okay. Kann man ja mal machen. Ich schieb's bei ihr aufs Alter. Eindeutig. Sie hat manchmal so eine Sachen, wo man sich fragt, was war denn das jetzt? Das ist das Alter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist das Alter. Okay. Das ist nicht gut. Jetzt hat sie sich noch was eingefangen hier. Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Und wir haben keinen Computer, um Medizin zu bestellen. Also muss sie wohl den einen Tag so durchhalten. Ja, und danach können wir sie erst heilen. Aber sie ist stark. Ihr Immunsystem ist stark, das hält sie durch. Definitiv. So, warum ist Nawai denn eigentlich? Ach, weil Nawai mittlerweile schon wieder ausgeschlafen ist.
Dann können wir ja mal. So, einmal kurz gucken, wie denn jetzt die Lage ist. Also, Miri schläft. Gut. Marvin ebenfalls. Der ist auch noch nicht ausgeschlafen. Ah, aber guck mal, das Kind ist ausgeschlafen. Das Kindchen könnte daher schon anfangen, an sich zu arbeiten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sind noch zwei da? Drei sind da, das ist gut. Dann können wir da ohne Probleme essen. Und das schlechte Wetter in unserem Urlaub ist wieder da. Also beim nächsten Mal fahre ich, glaube ich, nicht hierher zum Urlaub, sondern entweder ins Schneeparadies, wenn es Winter sein sollte. Oder alternativ, wir machen woanders Urlaub. Ja, hier in der Karte mit den Bauernhöfen. Kann ja auch ganz nett sein. Als Beispiel. Oder wir machen auf Batuu wieder Urlaub. Ich würde auch gerne wirklich nochmal irgendwann nach Batuu die andere Story spielen. Wir hatten ja praktisch die Widerstandsstory und ich würde gerne die von der Ersten Ordnung irgendwann auch mal spielen, ja. Also, da könnt ihr euch schon mal einrichten. Irgendwann machen wir Urlaub nochmal im Star Wars-Universum. Das ist dann die Kurve zum Anfang von dem, was wir hier in dem Spiel mal gemacht haben. Wir haben damit angefangen. Deswegen, da würde ich irgendwann nochmal hin. Definitiv. Ist schon in der Planung drin. Und eigentlich müssten wir es mit ihr machen. Weil sie ist ja, ihr habt es gerade gesehen, böse. Sie hat so einen Hang zur Theatralik und zur Böshaftigkeit. Oder Boshaftigkeit heißt es ja. So. Alles gut. Wie sieht es hier oben aus? Dusche duscht. Okay. Hier können wir nichts machen. Ausheulen. Warte mal, warum ist sie traurig? Heimweh. Weil wegen weg von zu Hause. Es ist schön, einmal rauszukommen, aber zu Hause ist doch am schönsten. Ja. Urlaubsende. Jetzt stand da was. Da stand was. Dieser Urlaub dauert nur noch 4 Stunden. Ich sagte doch, es ist wirklich 24 Stunden. Du sollst vielleicht packen und dich verabschieden. Ja. Okay. Na dann. Passt doch mit den 4 Stunden. Fehlt bei der Arbeit. Eieiei. Michiko. Hallöchen. Willkommen im Stream. Wunderschönen Freitag wünsche ich. Und ich hoffe, dir geht's gut. So, du kommst genau passend zum Ende des Urlaubs. Wir fahren gleich nach Hause. Es dauert nicht mehr lange. Die letzte Mahlzeit vorm Aufbruch. Was ist denn das hier? Frischluft. Die frische Luft ist hier wirklich toll zum Trainieren. Danke, danke. Kann ich nur sagen. So, ja, und ich freue mich wirklich, die Sims dann auch wieder zu Hause zu haben, weil dann können wir wieder anfangen, ich sag jetzt mal den alltäglichen Trott, sowas wie Renovierung und so weiter und so fort, ne? Also ihr kennt das ja. Und wir sehen unsere Katze auch wieder, die gerade im Tierheim ist, für eine Woche. Länger war die ja nicht. Wir haben uns beim Katzensitter ja mehr oder minder bemüht. So, das Kind wurde auch aufgemuntert, denn so ein Urlaub hört irgendwann auf und dann geht's auch wieder in die Schule. Ja, muss auch sein, ne? Aber sie ist ja eine 1er-Schülerin, ihr fällt das ja leicht, sie geht gerne dahin und ist begeistert und kann dann ihren Klassenkameraden und Kameradinnen alles Mögliche erzählen, wie toll das doch hier im Urlaub war. Und wie viele Manieren sie gelernt hat und was weiß ich alles. So. Rechnung. Es sind Rechnungen eingeflattert. Gott sei Dank gibt es mittlerweile Smartphones. Zack, zack. Alles bestellt, alles abgerechnet, alles beglichen.
Sowas ist doch immer das Beste. Oh, guckt, was ist denn mit ihr los? Was ist mit Brigitte los? Brigitte bringt... Ich hab schon gedacht, das Kind hätte Manieren gelernt. Ich war gerade kurz verunsichert, dass Brigitte doch wirklich den Müll rausbringt und Nawai bringt ihn dahin zurück, wo er war. Sehr gut. Hast du toll gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da kann sie mal... Ja, Mensch, Nawai, sei nicht traurig, du bist gleich zu Hause. Sie hat Heimweh. Alles gut. Merket euch, wenn ihr Urlaub macht, wir hatten 5 Tage genommen, macht sie kürzer die Urlaubszeiten. Ja, also 3 Tage, maximal 4, bringt nicht so viele Probleme mit sich, weil wir haben den Tempel auch, oder beziehungsweise die Karte, die zum Tempel führt und auch den gesamten Maya-Tempel, haben wir ja vor 2 Tagen komplett schon abgeschlossen. Also länger als 3 Tage ist es, glaube ich, gar nicht gedacht, dass man hier sein soll. So, wir trinken noch was. Und ich glaube, Moment, ich muss noch mal gucken. 5 Minuten her. Ah, leider sehe ich nicht, um wie viel Uhr die kam. Sims-Uhr, ne? Ah, gut. Was trinkt sie? Ein Glas Milch. Ein geschmeidiges Getränk. Gut, na dann räumen wir noch auf. Weil wir sind ja dann nicht mehr hier. Wenn wir nicht mehr hier sind, ist alles gut. Ich glaube, er kann auch noch mal und sie auch noch mal ein bisschen so. Es kann sein, dass diese Funktionen jetzt schon abgebrochen werden, weil vielleicht müssen wir um 7 Uhr nach Hause. Es kann aber auch sein, dass es erst um 8 Uhr ist. Wir werden es gleich sehen. Es sind nur ein paar Sekunden. 10 Sim-Minuten sind es. Und jede Sim-Minute ist ja im Prinzip wohl eine Sekunde. Passt das? Vielleicht noch ein bisschen mehr. 1,5 Sekunden können es auch sein. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Achtung, 7 Uhr. Nein, da mussten wir noch nicht zurück. Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht. Stand doch aber in 4 Stunden. 6 Minuten her. Na ja, gut. Da ist es vielleicht um 8 Uhr. Okay, so. Sie geht sich was zu essen holen. Das ist sehr schön für sie. Er macht noch sauber. Finde ich super. Könnte eigentlich nochmal auf die Toilette gehen. Wie war das beim Schuh des Manitou? Jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir weiter. Gute Idee. Und damit sind wir am Ende um 7.27 Uhr. Also sind wir um 7.27 Uhr angekommen. Mietzeit verlängern für salvadorische Villa. Verbleibende Urlaubstage 0. Haushaltskasse der Familie. Mieten für 1 Tag. Oder wir beenden ihn. Urlaub abbrechen und beenden. Wir verlängern nicht. Wir kehren nach Hause zurück. Wir haben einen wunderbaren Urlaub gehabt. Wir hatten einen erfolgreichen Urlaub, weil wir haben den ganzen Tempel uns angesehen. Er war kleiner, als ich dachte. Ich dachte, da geht noch eine Etage weiter, aber es waren 3 Fallen. 3 waren es, glaube ich. Ja. Und wir haben sie alle entschärft und dann haben wir am Ende eine schöne Truhe gekriegt und ja, wir dürfen uns darüber freuen. So, wir sind wieder daheim. Willkommen zu Hause. Der Tiersitter hat sich während deiner Abwesenheit um Kayun gekümmert. Der Katze geht so gut, dass sie sofort aufs Bett gehüpft ist. Alles super. Okay. So, Nawai, ja, Marvin baut Nawai gleich mal auf. Sehr schön. Okay, traurig, was denn? Heimweh, ja, du bist zu Hause. Sie hatte auch Heimweh. Kommt. Wir sind noch zu Hause, alles gut. Ja, das geht gleich vorbei. Dann realisiert sie erst, wo sie ist. Und dann geht es ihr auch wieder gut. Ah ja. Pflanzen mit Tränen gießen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Na gut. Aber auf jeden Fall, wir sind zurück. Und jetzt muss ich mich mal um den Kollegen hier kümmern. Zocken.
ist magisch. Und damit habe ich eine Frage an euch. Es geht doch nichts über das Hochgefühl, den letzten Boss-Level zu knacken. Wenn Brigitte zockt, ist sie eins mit dem Universum. Besonders wenn sie sowas wie Superhelden-Spiele spielt. Soll sie zugeben, dass sie Videospiele mag? Frage an euch, ja oder nein? Ihr dürft es gerne entscheiden und in den Chat schreiben. Ihr wisst ja, bei so einen Fragen frage ich manchmal, nicht immer. Mittlerweile, wenn Jobangebote kommen, lasse ich sein, weil die sind hier halbwegs in ihren Jobs, wo sie sein sollten. Aber bei sowas hier, bei dieser Frage, frage ich doch gerne. Ich überlege gerade, als Idee war sie ja angedacht, dass sie in Richtung Schauspielkarriere geht. Später. Könnten Videospiele eigentlich als Beschäftigung während Drehpausen und Warten und so weiter doch gar nicht so schlecht sein. Andersherum, wenn man sich einen Text merken soll und sich vorbereiten soll, könnte es natürlich auch sein, dass man abgelenkt ist. Wir erinnern uns an den Superman-Witcher-Schauspieler, der ja wohl gesagt hat, dass er World of Warcraft gerne spielt und deswegen fast die Rolle nicht gekriegt hätte oder sowas. Ich glaube, der war das. Kann auch ein anderer gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe auch vergessen, wie er heißt. Ja. So, gut, ihr habt nicht geantwortet. Also machen wir mal ein Ja, weil wir können das ja später jederzeit ändern und überarbeiten. So, ach so, sie weint mal wieder wegen der Katze.